Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Meine Follower haben mich darum gebeten, auch wenn es schon fast ein bisschen spät ist, Adventskalender zu bewerten und zu gucken, ob sie sich im Preis-Leistungs-Verhältnis lohnen, wie ich sie finde, ob ich sie empfehlen würde, ob ich sie kaufen würde, wenn ich sie jetzt nicht für das Video gekauft hätte. Also ihr wisst, wie ich meine. Und ich habe gesagt, alles klar, kein Ding, machen wir. Und ich habe ein paar gekauft. Und heute werde ich gemeinsam mit euch den Maybelline-Kalender auspacken, bewerten, Türchen für Türchen durchgehen und dann am Ende sagen, wie ich ihn im Preis-Leistungs-Verhältnis finde. Das ist der Maybelline-Kalender und ich habe geguckt. Er kostet 44,59 Euro. Ich auf ganz professionell habe mal ein bisschen rumgerechnet. Bei 24 Türchen bedeutet das, du zahlst 1,87 Euro pro Tür. Und er hat 15 Produkte in Originalgröße, 5 Minis und 4 Geschenke. Okay, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich werde es mit euch so machen, dass ich Türchen für Türchen aufmache, Schritt für Schritt. Also für die, die jetzt... Also damit ihr wisst, wie das Video abläuft. Manche packen ja direkt alles aus. Nein, wir machen Türchen für Türchen und das bewerte ich dann von der 1 angefangen bis zur 24. Und es ist ein sehr großer Kalender, das finde ich ziemlich cool. Also so, ja, der ist, ja, ich habe halt jetzt keine Maßangaben, aber mein Kopf 1, 2, 2,5 Maß lang, so wie mein Kopf, alles klar, war jetzt eine schlechte Maßangabe, aber du weißt, wie ich meine. So, hier oben hast du so Tesafilm, das machst du wohl ab, denke ich mal, damit du ihn öffnen kannst. Ja, klimper, klimper, klimper. Und man soll ihn wohl aufklappen, aber die Schleife ist doch im Weg. Soll ich die einfach abreißen? Ich habe mir jetzt auch keine anderen Videos angeguckt, die hieß. Nee, das... Ach so, ich glaube, die Schleife zieht man so nach oben, wie bei einem Geschenk. Okay, okay. Ah, ja, ja. Aha, ach so, krass. Okay, das ist schlau gemacht. Und hinten hast du so verschiedene Laschenlöcher, um ihn zum Beispiel aufzuhängen. Ah, oder hier so eine Lasche zum Umknicken, um ihn hinzustellen. Ja, auf jeden Fall cool gemacht, finde ich chillig. Und dann hast du hier nochmal so ein Plastik. Machst du auch nochmal so auf. Und dann eröffnet sich der Maybelline-Kalender. Ist auch für mich interessant, Digis. Ich habe noch nie einen Maybelline-Kalender gehabt. Ich hatte auch noch nie einen Beauty-Kosmetik-Kalender. Auf jeden Fall finde ich das interessant. So sieht das Ganze aus. Okay, und dann würde ich sagen, lass uns anfangen mit Türchen 1. Wie filme ich das denn am besten jetzt? Wie gesagt, ich habe noch nicht so viele Adventskalender-Videos gemacht. Ich glaube, ich habe den Kalender gerade kaputt gemacht. Ach so, nee, die Laschen kann man abmachen. Ja. Auf jeden. Auf jeden. So, wir fangen an mit Türchen 1 und ich habe noch mal ein wenig gegoogelt, Digis. Der Gesamtwert vom Kalender soll zwischen 90 und 100 Euro liegen. Ich habe jetzt nicht alles einzeln ausgerechnet, muss ich sagen, sondern ein bisschen gegoogelt und geschaut, was andere gesagt haben. Das ist jetzt ohne Gewähr. Und ich werde es halt nach meinem eigenen Ermessen bewerten. Mir geht es bei so einem Kalender darum, sind es Produkte, die die Marke nicht verkauft bekommt und dann einfach in so einen Kalender packt, so reingeschissen, sag ich mal. Und sind es Produkte, die zu jedem passen oder sind so funky Sachen, so weiß ich nicht, so ein neongrüner Eyeliner zum Beispiel, haben die nicht verkauft bekommen, packen den Kalender oder ich habe schon so schlechte Kalender gesehen teilweise. Darum geht es mir heute. Das ist für mich auch vorrangig im Vergleich zum Wert des Kalenders, weißt du, wie ich meine? Ich weiß zum Beispiel, letztes Jahr gab es einen Kalender, ich weiß nicht mehr von welcher Marke. Der hat einen hammerteuren Wert gehabt. Der hat 50 Euro gekostet und hatte einen inhaltlichen Wert von 200 Euro. Aber alle Produkte waren Kram, den sie einfach nicht verkauft bekommen haben. So, ja, irgendwie schwarzer Lippenstift von 10 Frauen. Wie viele tragen zum Beispiel schwarzen Lippenstift? Ne, macht wie ihr wollt, aber als Beispiel. Oder so neongelber Eyeliner und bla und weiß ich nicht. So, ich kann auch ganz viel Blödsinn und Schrott reinpacken und sagen, ja, der Wert des Kalenders ist sehr hoch, aber es bringt ja nichts, wenn es nicht zu den meisten passt. Deswegen geht es hier nach meinem eigenen Ermessen. Ich stelle mir jetzt vor, ich packe Tag für Tag diesen Kalender aus. Türchen 1 hat einen Babylips Labello. Okay, kenne ich nicht. Ich persönlich benutze kein Labello. Ich weiß aber, dass sehr viele Frauen sehr gerne Labello benutzen. Ich weiß auch nicht, wie dieses Produkt ist. Es gibt nur ein Labello, den ich nutze. Ich muss aber sagen, allgemein habe ich mit Maybelline schon sehr gute Erfahrungen. Maybelline ist für mich eine der besten Marken in der Drogerie. Ich habe Produkte von denen, die liebe ich über alles. Zum Beispiel die Superstay Liquid Lipstick, seht ihr hier, sammle ich. Na, da habe ich gute Erfahrungen. Wie das Produkt hier ist, weiß ich nicht. Ich werde die Produkte auch sortieren auf Haufen. Ein Haufen mit Sachen, die ich gut finde und ein Haufen, wo ich sage so, Bro, nein. Damit wir später mal vergleichen können, wie viele Produkte sind drin, die meiner Meinung nach richtig gut sind und wie viele, die doof sind.
Der kommt auf den Haufen, ist okay, cool, geht klar. Labello passt zu den meisten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Farbe er hat. Er hat so einen kleinen Pinkton, aber ja, mit ein bisschen Farbe. Also das ist ein Ton, der passt, der macht deine Lippen schon schön. Guter Haufen. Wo ist Türchen 2? Aha, Türchen 2 ist kleiner. Schon irgendwie cool, die Gießkalender auszupacken. Ich habe halt meistens keinen, so muss ich sagen. Ne? Aber ist schon cool. 2, ah, okay. Hat einen Primer drin, eine Probe. Ja, mal gucken, was so die Proben sind und was die Originalgrößen sind. Das ist ein sehr guter Primer. Das ist einer meiner Lieblingsprimer aus der Drogerie. Für trockene Haut mag ich den sehr, sehr gerne und kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Finde ich cool. Es ist so ein Primer, der zu den meisten passt, glaube ich. Außer du hast ölige Haut, weil dann brauchst du einen Primer, der nicht für trockene Haut ist. Aber das ist ein Produkt, das ich gut finde. Das kommt auf den Guthaufen, weil wenn es zum Beispiel ein Primer wäre, der gegen Rötung ist, würde er zu viel weniger Leuten passen, als wenn es ein Primer ist, der feuchtigkeitsspendend ist für die Haut. Weißt du, der kann auch gut für dich sein, wenn du große Poren hast, wenn du Rötung hast, wenn du trockene Haut hast. Also der kommt zu den guten Produkten. Wo ist Türchen 3? Ah, die haben das immer so, du musst die Türen suchen. Ich glaube, das ist wegen dem Spannungsgefühl. Ich weiß gar nicht, ob ich es geordnet besser finden würde. Nein, ist schon cool mit der Spannung. Ist auch spannend gerade, ne? Ich habe vorher nicht geguckt, was drin ist im Kalender. Für mich ist das gerade selber so, weißt du, aufregend. Okay, keine Ahnung. Ja, okay, das ist halt so eine Tüte. Es ist eine Kosmetikaufbewahrungstüte. Ja, kann man gebrauchen, aber ist halt auch sehr klein. Okay, für die Handtasche ist cool, ne? Vielleicht benutzt du den für die Handtasche. Stimmt, das ist schlau. Ich weiß nicht, finde ich, das ist Schrott eigentlich schon. Den man nicht verkauft bekommt, so lässt du günstig herstellen, so hast ein Kalendertürchen gefüllt. Aber eigentlich ist das cool für die Handtasche. Der kommt erstmal auf den unentschlossenen Haufen. Ja, Türchen 4. Wo ist die 4? Ich bin hier in meinem YouTube-Revier. Cheer. Türchen 4. Ach, guck mal, da stehen hinten immer Sachen drauf. Habe ich gar nicht gesehen, tut mir leid. Be as bold as your makeup. Okay. Aha, Türchen 4 hat hier eine Mascara, die ist schwarz. Okay, Schwächling. Die ist schwarz, das finde ich schon mal gut. Ich habe auch schon Kalender gesehen, da waren Mascaras drin in braun. Das nutzt ja auch nicht jeder. Also schwarz ist da massentauglicher und das sollte ein Kalender ja schon ein bisschen sein, finde ich. Oder ich habe auch schon Kalender gesehen mit Mascara in Glitzer oder in grün, wo ich so denke, Bro. Auf jeden Fall, das ist cool, das ist auch eine Probe. Ich kenne die Mascara. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich sie fand. Ich glaube, ich fand sie eine Zeit lang gut. Mittlerweile geht so. Es ist ewig her, dass ich sie genutzt habe. Ich weiß aber, dass viele diese Mascara feiern. Das ist halt wieder so eine Mini-Mascara. Die kommt auf den Guthaufen, weil das ist cool. So schwarze Mascara kann man immer gebrauchen. Wo ist die 5? Diggis, fällt euch ein Rhyme? Ein Rhyme-Wort auf 5 ein? Überlegt bei mir nicht. 5. Schwierig. Kommentiert mir, wenn euch eins einfällt. Mir fällt seit Jahren keins ein. Ich überlege da immer wieder drüber. If you're sad, use Maybelline and attack. Okay, in der 5 ist ein Nagellack. Ich weiß nicht, wie die Nagellacke von Maybelline sind. Habe ich noch nie getestet. Burgundy Kiss. Es ist ein sehr dunkles Braunrot. Also sehr, sehr dunkel. Ist eine Farbe, ich überlege gerade. Ich glaube, die ist okay. Also ich glaube, das ist schon so eine massentauglichere Farbe, als wenn es grün, gelb, Glitzer komplett wäre und so. Das ist für mich okay. Die kommt auch auf den Guthaufen. Ist ein Full-Size-Nagellack, ist auf jeden Fall chillig. Okay. Jetzt kommt der Nikolaustag, die 6. Das finde ich sehr interessant, weil ich persönlich finde bei so einem Kalender, Nikolaus und Heiligabend sollten halt schon krass sein. So, also besonders. Countdown to Santa, noch 18 Tage bis Weihnachten. Finde ich cool. Ah, okay, das ist krass. Das ist cool. Da ist eine Full-Size komplette Mascara drin. Ich weiß gar nicht, was die hier kosten. 8, 9, 10 Euro, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist cool. Sowas beim Nikolaus ist auf jeden Fall chillig. Ich finde 2 Mascaras auch nicht schlimm, finde ich gut. Und das ist cool. Das kommt auf jeden Fall auf den Jahrhaufen und so eine Mascara. Und dann Full-Size. Cool an Nikolaus. Weiter geht es mit der 7. Aha. Neue Woche, neues Glück. Macht das Beste draus. Maybelline. Ach so, in Bezug auf Maybelline. Ah, okay. In Türchen 7 ist eine Mini-Version vom Augen-Make-up-Entferner. Ich habe auch einen Augen-Make-up-Entferner von Maybelline. Das ist aber so ein Zwei-Phasen-Ding. Der ist eigentlich ganz cool. Den hier jetzt kenne ich gerade nicht. Ja, okay, finde ich okay. Das ist halt auch nochmal das Ding, ne? Ich finde, bei so Mini-Versionen kommt es wirklich darauf an, was es ist. So, ich finde so ein Augen-Make-up-Entferner hier zum Testen oder so eine Mascara oder so ein Primer, was wirklich für die meisten Menschen oder Frauen passt oder geeignet ist, cool. Also auch so ein Augen-Make-up-Entferner so, um mal zu gucken, ob das was für einen ist, finde ich cool. Also das kommt zu den coolen Produkten. Türchen 8, alles ist besser mit Make-up. Okay, finde ich nicht, aber wir müssen ja nicht die gleiche Meinung haben. Okay, Türchen 8 hat einen Nagellack, Peach Pie. Das ist ein sehr heller Nude-Ton. Würde ich
glaube ich, nicht unbedingt tragen, weil ich finde, solche Töne stehen mir nicht. Es ist aber ein sehr schöner Nagellackton, den, glaube ich, viele Frauen tragen würden, weil ich sehe oft Frauen mit so milchigen Nägeln und so hellem Nagellack und so. Auch hier finde ich doch, das ist okay. Der kommt auf einen guten Haufen. Bei Türchen 9 haben wir ja eine Mini-Nagelfeile. Ja, okay, ich persönlich mag Glasfeilen nicht unbedingt so gerne, aber so eine Mini-Nagelfeile, ist das cool? Ja, ist eigentlich schon cool. Ist okay, so kann man in die Handtasche packen. Ich habe mir auch mal so Mini-Nagelfeile gekauft, aber mochte dann doch lieber große. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch viele so Mini-Nagelfeilen mögen. Also ist okay, okay. Geht klar. Türchen 10. Aha, ein Lippenstift. Ah, cool. Also ich benutze keinen Lippenstift, das wisst ihr, aber die meisten Frauen. Ich benutze nur Liquid Lipsticks. Und es ist ein Ton. 373 More For Me. Ich weiß nicht, ich kann es nicht aussprechen, aber guck mal. Doch, das ist ein schöner Lippenstiftton. Der gefällt mir gut. Also das ist so ein Ton, den würden die meisten Frauen, glaube ich, tragen. Und der würde den meisten Frauen, glaube ich, auch stehen. Das finde ich gut. Also das denke ich allgemein bei Nude-Lippenstiften. Altrosa, Rot. Also das sind für mich Farben, die gehen völlig klar. Und hier, das ist ein schöner Ton. Der sieht super aus. Also das kommt auf jeden Fall auf den guten Haufen, weil das ist ein toller Lippenstift. Mit der Farbe, klasse. Türchen L. Den Matte Maker mattierendes Puder in der Farbe 20 Nude Beige. Das kommt auf jeden Fall für mich auf den doofen Haufen, weil ich alles in jedem Kalender immer doof finde, wenn es Hautfarben gebunden ist. Dieser Ton wäre viel zu hell für mich, wenn du einen Hautton hast, der kalkweiß ist wie eine Wand. So sagen die Damen das immer von sich, deswegen sage ich das so. Wäre der zu dunkel für dich, wenn du so mittel bist. Also ich mag keine Augenbrauenstifte, Foundations, Concealer oder so, die Hautfarben gebunden sind, weil da musst du wirklich Glück haben, dass du den Kalender kaufst und das Produkt wirklich zu deinem Ton passt. Deswegen, das kommt auf den blödes Produkthaufen. Türchen 12. Maybelline New York Kajal, bla bla bla. Ein schwarzer Kajalstift finde ich cool. So braun würde ich auch noch gut finden, weil das benutzen viel mehr Leute, das passt zu viel mehr Leuten, als wenn er jetzt silber wäre oder grün oder keine Ahnung. Der kommt auf den Guthaufen, ist auch eine Originalgröße. Guck mal, einer der besten Kajalstifte, die ich je getestet habe, selbst im Vergleich zu High-End-Kajalstiften, ist von Maybelline Lasting Drama Gel 24 Hours. Das ist ein unglaublich krasser Kajalstift, kann ich zu 100% empfehlen, habe ich immer wieder da. Und wie dieser Kajalstift hier ist, weiß ich nicht, aber schwarz, so passt zu den meisten, kommt auf den Guthaufen. Türchen 13. Ja, und ach so, ihr habt auch vielleicht interessant für euch zu wissen, immer so Bilder auf den Packung da. Türchen 13 ist ein Nagellack. Ich glaube, jetzt würde ich auch sagen, es reicht mit Nagellack, weil wenn du jetzt eine Frau bist, die sich die Nägel machen lässt, sind Nagellacke zum Beispiel nichts für dich. Also sagen die Damen, die ich kenne, die jetzt halt immer ihre Nägel machen lassen. Deswegen 3 Nagellacke von 24, okay, Bro, reicht, ist okay. Wenn jetzt noch ein Über- oder Unterlack dabei wäre, okay, aber mehr geht nicht. Auf jeden Fall die Farbe 353, Red, ein schönes Rot. Roter Nagellack geht meiner Meinung nach immer klar. Ist auf jeden Fall cool, kommt auf den coolen Haufen. Türchen 14. Halbzeit haben wir, okay, haben wir schon vor 2 Türchen gehabt. Ah, okay, guck mal, das ist ein Mini-Eyeliner, auch in schwarz. Schwarz finde ich gut. Kann ich nicht viel zu sagen, habe ich noch nicht getestet. Also ich habe ihn hier, ich habe ihn mir auch mal gekauft zum Testen, aber ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Aber so ein kleiner schwarzer Eyeliner, auf jeden, ist cool. 15. Auf jeden so ein Make-up-Schwämmchen. Also ich muss sagen, ich habe viele Make-up-Schwämmchen getestet. Wirklich viele verschiedene Marken und ich habe immer wieder festgestellt, für mich ist nur der originale Beauty Blender der beste. 20 Euro für einen Schwamm ist mega teuer, hammerkrass, aber ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Ich habe von Real Techniques noch 1, 2, die finde ich auch okay für 1, 2 Sachen. Aber Beauty Blender von der Konsistenz von allem ist und bleibt das Beste. Trotzdem, ich weiß nicht, wie dieser Make-up-Schwamm hier ist von Maybelline. Deswegen, der kommt auf den Guthaufen, weil viele Frauen benutzen gar keinen Make-up-Schwamm und wissen gar nicht, dass so ein Make-up-Eye hammer viel ausmachen kann bei der Einarbeitung des Make-ups. Und das ist für mich so ein Make-up-Zubehör, da kann jeder eigentlich was mit anfangen. So, das ist besser, als wenn jetzt ein Lidschattenpinsel oder so drin gewesen wäre. Deswegen, das kommt auch auf den coolen Haufen. Türchen 16. Schön, dass es dich gibt, Babeline. Danke. Ah, okay, das ist auch eine Mascara. Das ist auch, die ist jetzt neu in der Drogerie. Vor kurzem irgendwie so habe ich die gesehen. Das ist cool. Das ist eine Mini-Version einer Mascara, auch in schwarz. Finde ich gut, okay. Aber ich muss mal nachher gucken, wie ich das finde. Relation die kleinen Produkte im Vergleich zu den großen Produkten. Aber eine Mascara finde ich chillig, finde ich cool. Türchen 17. Ah, echt jetzt? Ah, ja, Mann, ey.
Mein Gott, Maybelline, finde ich scheiße. Haben ein Originalgrößenprodukt drin? Genau, Digga, das regt mich gerade auf, ne? Guck mal, du hast so tolle Produkte in Minigröße, zum Beispiel so Mascaras, aber so als Originalgröße, Full-Size-Produkte, hast du ein Puder, wo du Glück haben musst, Hokuspokus, wer weiß, ob es zu deinem Hautton passt, und hast einen Augenbrauenstift, Medium Brown. Digga, von 10 Frauen, die den Kalender kaufen, wie viele haben jetzt Medium Brown und wie viele können damit nichts anfangen? Mach doch lieber die Mascara, mit der viel mehr Frauen etwas anfangen können in Originalgröße. Statt so, weißt du, vielleicht ist es kostenmäßig nicht möglich, keine Ahnung, aber weiß nicht, finde ich unnötig. Also, Augenbrauenstift kommt auf den Haufen mit Produkten, die Kacke sind, mein. Türchen 18. Ah, auch hier. Den Primer mag ich sehr gerne. Illuminating Primer, das ist auch so ein Highlighting Primer. Wenn du so halb tot aussiehst, nimmst du den und der passt auch meiner Meinung nach zu vielen Hauttypen. Und Face Studio Prime, die Primer sind sowieso gut, muss ich sagen. Also ich habe den getestet, ich habe den auch hier in Originalgröße, den auch. Die finde ich gut. Ist ein guter Primer, packe ich auf den guten Haufen. Oh, wir sind schon bei Tür 19, Digga. Okay, ein Lippenstift. Ah, sorry, Bro, das ist ein Lippenstift in der Farbe 338 Midnight Plum. Also Lippenstift, klar, ist was Cooles, aber der Ton lila, also wenn ich jetzt so mehrere Frauen überlege, die ich so kenne, viele würden so einen Ton gar nicht tragen. Ich finde ein Full-Size-Lippenstift gut. Ich habe auch schon gehört, die Qualität der Maybelline-Lippenstifte soll gut sein. Aber der Ton ist so. Also ich denke, ich trage eigentlich jede Art von Lippenstiftton, aber ich packe das mal auch auf einen unentschlossenen Haufen, aber eigentlich. Na, eigentlich. Eigentlich, nee, es kommt auf den Haufen mit doofen Produkten. Es ist ein cooles Produkt, weil es ein Full-Size-Lippenstift ist, aber der Ton ist halt so. Keine Ahnung, wenn ich jetzt, ich überlege die ganze Zeit in meinem Kopf Frauen, die ich kenne oder so, und da würden nicht wirklich sehr, sehr viele so einen Ton tragen. Es geht viel schlimmer, ja, aber. Na, leider nicht. Nee, der kommt auf den Doofhaufen, obwohl Full-Size-Lippenstift cool ist. Tür 20. Ah, okay, das ist ein Full-Size-Eyeliner. Oh, ich habe den auch mal gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn fand. Das kann ich euch nicht sagen. Aber es ist ein schwarzer Eyeliner. Das finde ich chillig. Das finde ich cool. Der kommt auf einen guten Haufen, weil schwarzer Eyeliner doch mal. Türchen 21. Ich versuche schon, mich zu beeilen, damit das Video nicht unendlich lang wird, Digis, weil ich habe auch keinen Bock, irgendwie jemanden 100 Stunden zuzugucken, während der auspackt und quatscht. Aber ich will halt schon ordentlich darauf eingehen. Maybelline, Klappspiegel, bla bla bla. Made in China, okay. Hat eine echt schlechte Quali, merkt man schon. Und ich persönlich benutze solche Spiegel nie. Und das ist für mich so ein Produkt, so. Klar, du kannst keinen Kalender machen in der Preisklasse, wo du nur heftige und geile Produkte reintust. Ich habe auch noch nie einen Kalender gesehen, in dem jedes Produkt geil ist, alles Full Size und alles auch gute Produkte so. Aber so ein Taschenspiegel ist halt. Du brauchst auch vielleicht ein bisschen Müllprodukte, damit es sich preislich lohnt, keine Ahnung. Aber feiere ich halt nicht so. Kommt auf einen Doofhaufen. Noch drei Türchen. Okay, ein Nagellack. Das ist der vierte Nagellack, schlicht und schwarz. Okay, schwarz ist eigentlich etwas, was ich glaube, was auch viele benutzen. Aber vier Nagellacke finde ich ein bisschen viel. Dann hätte ich einen davon weggetan. Entweder den schwarzen oder diesen Burgundi. Ich glaube, dann hätte ich den Burgundi weggetan, weil vier Nagellacke so. Weiß nicht. Der kommt auf den Coolhaufen, weil das Produkt an sich allgemein cool ist. Nur die Menge von Nagellack finde ich halt nicht so cool. Nun folgen die letzten zwei Türchen. Die 23 One Day Till Christmas. Vergiss nicht, deinen Liebsten zu sagen, wie gern du sie hast. Okay, das ist schwierig. Ein Lip Liner in einem Rotton. Finde ich an sich cool, auch als Full-Size-Produkt. Project, alles klar, ich wollte so Beauty-Blogger-mäßig Englisch sprechen, aber es ist mir nicht gelungen. Okay, ihr merkt, ich habe null Akzente, scheiße. Ich hätte mal gerne Akzente. Ich hatte letztens einen Kalender, da war auch ein Lip Liner drin in so einem Ton, der sehr unwahrscheinlich ist, dass man ihn zu Hause hat. Rot ist für mich wahrscheinlicher als jetzt zum Beispiel ein Lip Liner in der Farbe oder Nude Lip Liner ist auch wahrscheinlicher als ein Lila oder so. Finde ich an sich cool. Kannst du aber nicht alleine anwenden für sich eigentlich, außer du zweckentfremdest ihn irgendwie als Kajal oder malst die Lippen komplett damit an, keine Ahnung. Also du kannst das Produkt nicht alleine für sich benutzen. Es heißt, du müsstest ja eigentlich schon einen roten Lippenstift haben. Deswegen kommt das Produkt für mich zu den doofen Produkten, weil grundsätzlich cool, dass es ein roter Lip Liner ist, anstatt irgendwie eine fancy Farbe, weil rot ist wahrscheinlich, dass man es zu Hause hat, aber du musst halt einen roten Lippenstift haben, um ihn zu benutzen, weißt du? Deswegen, naja. Jetzt kommt die allerletzte Tür, die 24. Aha, cool. Ah, obwohl, cool. Lass mich mal gucken. Ah, okay. Also in der 24 ist ein Bronzer drinne, was eigentlich cool ist. Okay, die Sicherheitsverpackung davon ist schon offen.
Aber er ist nicht geswatcht. Aber okay, kann ja passieren. Ein Bronzer finde ich cool. Aber ich habe nämlich gerade geguckt. Ich habe den Bronzer. Das ist der Farbton Medium Cool 200. Ich swatch mal meinen. Ihr seht so, ich habe denselben zu Hause. Und Medium Bronzer und Konturpuder. Also der Ton ist, glaube ich, also es ist schon ein Ton, der zu vielen passt. Wenn du aber jetzt so richtig, ja, man sieht ihn jetzt auch nicht so geswatcht. Also man kann damit relativ gut bronzen und leicht konturieren, weil er ist als Konturton nicht kühl genug, meiner Meinung nach, aber grenzwertig. Also wenn du von der Hautfarbe, vom Hautton extrem weiß bist, könnte es hiermit schwierig werden, aber er passt schon zu sehr, sehr vielen Tönen. Das ist so wie bei einem Rouge. Wenn die jetzt einen pinken Rouge hier reinknallen würden, würde ich sagen, Bro, das schockt doch nicht. Aber bei so einem leicht Rosé-Rouge, der zu den meisten passt, würde ich sagen, okay, das ist cool. Bei dem Bronzer ist es wirklich so ein Ding, wo ich sage, okay, der passt zu den meisten Hauttönen. Deswegen ist es für mich okay. Wenn die jetzt zum Beispiel einen Rouge reinknallen würden, in dem Ton hier von MAC oder so, der ist viel zu dunkel. Der passt eher zu dunkleren Hauttönen und sowas. Bei allen anderen ist er viel zu stark, würde ich sagen. Nee, schockt nicht. Aber hier doch, das ist okay. Und das ist für mich ein chilliges Produkt. Das kommt auf jeden Fall zu den guten Sachen, weil es halt zu den meisten passt. So, jetzt zeige ich euch mal den guten Haufen und den doofen Haufen und sag nochmal was dazu. Ich werde jetzt einfach mal das Produkt, wo ich unsicher war, auf den doofen Haufen packen, weil, ja, kann nicht jeder was mit anfangen, so weißt du. Also nicht mit, also ihr wisst, wie ich meine. Also ist eher doof anstatt cool, obwohl es grundsätzlich okay ist. Also ich zeige euch mal die Haufen. Also, ich habe das jetzt mal ein bisschen sortiert. Also diese drei Produkte finde ich auf jeden Fall komplett kacke, weil sie wirklich sehr, sehr hautfarbengebunden sind. Maybelline Spiegel hat für mich so eine Geht-so-Qualität. Das ist halt so ein Random-Produkt. Das lässt halt ganz günstig herstellen. Hast ein Türchen gefüllt, fertig. Alles cool. Man braucht auch so ein paar Random-Produkte, weil nur krass teure Full-Size-Sachen ist vielleicht schwierig. Ich weiß es nicht. Ich habe kein unendlich großes Unternehmen wie jetzt Maybelline. Aber die zwei sind auf jeden Fall kacke, weil hätte man was anderes nehmen können, finde ich. Bei dem Doofhaufen habe ich auch diese drei Sachen, die sind vom Ding her ganz okay. Feiere ich nicht so krass. Richtig doof, geht so. Und jetzt zu den anderen Sachen. Hier hast du die Full-Size-Sachen. Hier, finde ich, waren coole Sachen dabei. Also so der Bronzer passt wirklich zu sehr vielen. So ein Full-Size-Eyeliner. Die Mascara fand ich richtig, richtig toll. So ein richtig schöner Nude-braunmäßiger Lippenstift. Ist chillig. Zubehör, dass man vielleicht mit so einem Make-up-Schwämmchen wärmer wird. Ein Nagellack weniger wäre chillig gewesen. Hätte ich den weggenommen. Dafür was anderes. Ist auf jeden Fall cool. Und jetzt kommen wir nochmal zu den kleinen Produkten. Grundsätzlich finde ich es cool. So, ich hätte aber statt einem Nagellack zum Beispiel hiervon ein Produkt als Full-Size reingetan. Zum Beispiel eine der Mascaras oder den Make-up-Remover oder irgendwie so, weißt du. Aber die Produkte fand ich auf jeden Fall alles cool. Und dafür, dass so Mini-Proben da drinne waren von Produkten, von denen fand ich die Proben absolut okay. Manchmal hast du auch so Proben einfach von Schrottprodukten, weißt du, so von so einer Glitzer-Mascara jetzt zum Beispiel. Sorry, da kannst du dir das Originalprodukt oder die Probe, also die kannst du behalten, weil das nutzt eh kaum jemand. Hier finde ich die Proben gut durchdacht und die Full-Size-Produkte auch cool. Alles in allem sind 6 Produkte eher so, und 18 Produkte sind auf jeden Fall also cool. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss sagen, dass ich den Maybelline-Kalender in diesem Sinne gut bewerte. Ich würde ihn mir auch kaufen, wenn ich nicht hauptberuflich Beauty, ich weiß, sieht man nicht, merkt man nicht, YouTube-Videos machen würde. Weil ich einfach so eine Masse an Schminkkram habe. Ich glaube, das ist aber bei jedem Beauty-Kalender so. Ich habe bisher nicht einen gesehen, den ich mir holen würde. Also, weil, weißt du, ich kaufe eh nicht so viel Schminke, weil ich halt wahnsinnig viel habe und immer sortiere und sowas, weißt du. Also aus meinem persönlichen Blickwinkel gibt es bisher keinen Beauty-Kalender, wo ich sage, oh, der ist hammerkrass. So, aber als Privatperson, wenn ich das nicht beruflich machen würde, würde ich ihn mir auf jeden Fall holen, unter der Voraussetzung, ich benutze Nagellack, weil es sind coole Produkte dabei, es sind Produkte dabei, die zu vielen Leuten passen, es sind coole Proben dabei, wo man sagen kann, oh, die Probe gefiel mir, jetzt hole ich mir das Originalprodukt, das ist auf jeden Fall chillig. Im Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, ist der Maybelline-Kalender absolut okay. So, man zahlt halt 45 Euro und er hat einen Wert von 90 bis 100 Euro. Na, geht besser, geht schlechter. Maybelline ist eigentlich ein großes Unternehmen. Sie hätten auch einen krasseren Wert reinhauen können. Ich bin keine Firma mit riesen Kalendern, keine Ahnung, wo sie Plus machen, ab wo Minus und so. Mehr geht immer, aber in diesem Fall, ich finde, der ist chillig. Ich finde, die Produkte sind, bis auf die kleinen Ausnahmen, gut durchdacht und ich kann ihn empfehlen. Ja, in diesem Sinne, Digis, ich würde mich freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr mein Unboxing fandet. Ich habe mich bemüht, es schnell zu machen, aber irgendwie ist es wahrscheinlich doch lang geworden. Und ansonsten, ich freue mich auch gerne über Kritik oder über Verbesserungsvorschläge, Rückmeldungen, keine Ahnung. Ich finde das chilliger, wenn man Türchen für Türchen
aufmacht, anstatt irgendwie alles auf den Haufen zu packen. Und so ist dann für euch überraschender, wenn ihr den Kalender holt. Aber ich finde es so besser. Und so schrieben mir auch Follower, finden sie es cool. Weil ich habe extra auf Instagram eine Umfrage gemacht, wie die Follower solche Unboxing-Videos sich wünschen. Über einen Daumen nach oben zu diesem Video würde ich mich freuen. Und ansonsten abonniert gerne kostenlos meinen YouTube-Anal, alles klar, Bro. Wer wird jetzt noch abonnieren? Viermal die Woche kommen neue Videos, montags, mittwochs, freitags und sonntags. Und manchmal sind coole dabei. Und in diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen. Thank you.